Ja, hallo Deutschland. Es gibt mal wieder einen ganz brisanten Fall, der eigentlich jeden Autofahrer interessieren sollte, der eine Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 hat. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, auf der ersten Seite ganz unten, da steht hier in C.4c, der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen. Jetzt stellt sich die Frage, ist man jetzt Eigentümer, wenn man diese Fahrzeugzulassungspapiere hat, oder ist man nicht der Eigentümer? Merken wir uns das ganz einfach mal. Das wird nachher ganz interessant werden. Ich habe hier ein Schreiben an das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geschickt, die mir dann auch prompt geschrieben haben. Betreff Zulassungsbescheinigung Teil 1 Eigentümer, und wie wir hier sehen, 19.03.2013. Ja, da steht drinne, lieber Herr, so und so, alles klar. Und hier kommt jetzt das Tolle: nach der Richtlinie 1999/37 EG, also EG-Richtlinie, wonach sich alle Mitgliedstaaten richten müssen oder für die es bindend ist, heißt es, geändert durch die Richtlinie 2003/127 EG, wurde es erforderlich, den Hinweis, dass der Inhaber der Zulassungsbescheinigung nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen wird, in die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 aufzunehmen. Der Rest ist eigentlich ein bisschen Blabla, das braucht man nicht. Also ganz wichtig, hier wird bestätigt, dass nach der Richtlinie 1999/37 EG, geändert durch die Richtlinie 2003, dass es erforderlich wurde, hier den Inhaber der Zulassungsbescheinigung nicht als Eigentümer des Fahrzeugs auszuweisen. Gut, das bestätigt also letztendlich das, was wir hier in dieser Zulassungsbescheinigung sehen. Nochmal C.4c, auch bitte merken. Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen. Wir haben hier noch Erklärungen dazu bekommen, nämlich im Zusammenhang mit der Zulassung eines Fahrzeugs hat der Antragsteller nicht sein Eigentum, sondern lediglich seine Verfügungsberechtigung über das Fahrzeug nachzuweisen. Der Nachweis des Eigentums ist daher nicht Voraussetzung für die Zulassung der Kraftfahrzeugs zum Straßenverkehr. Der Grund liegt darin, dass es den Zulassungsbehörden nicht zugemutet werden kann, die mitunter schwierigen eigentumsrechtlichen Verhältnisse festzustellen. Ich meine, man braucht ja bloß einen Kaufvertrag vorlegen und dann wäre das eigentlich geregelt, aber anscheinend ist es denen nicht zuzumuten. Vielfach kann erst durch ein gerichtliches Verfahren geklärt werden, wer tatsächlicher Eigentümer einer Sache geworden ist. Aha, also ein Kaufvertrag bringt da nichts, das muss also gerichtlich alles geklärt werden. Gut, insofern erfolgt der Nachweis der Verfügungsberechtigung im Zusammenhang mit der Zulassung eines Fahrzeugs auf einen anderen Fahrzeughalter, wohlgemerkt Halter, durch die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil 2. Gut. Jetzt habe ich da Halter gelesen. Alle Fahrzeughalter, wie man hier das Gesetz sieht, Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter, also sind Halter verpflichtet nach diesem ersten Paragraphen hier auch. Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßigem Standort im Inland ist verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstige Vermögensschäden nach den vorliegenden Vorschriften abzuschließen. Das heißt, der Halter ist verpflichtet, eben eine Pflichtversicherung für das Fahrzeug abzuschließen. Im Detail heißt es dann auch so, dass der Halter für die Steuer aufkommen muss, also Kraftfahrzeugsteuer. Und darum hat man einfach hier gleich vorausgesetzt, dass eben
der Inhaber der Zulassungsbescheinigung nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen wird. Mal abgesehen davon, dass die in der ursprünglichen Fassung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes von 1927, glaube ich, ist es, oder in dieser Richtung auf jeden Fall, ist es der Eigentümer, der eigentlich die Steuern zahlen muss, und dieses Gesetz ist auch heute noch gültig. Aber das nur so nebenbei. Wichtig ist zumindest, dass heute gesagt wird, dass die Pflichtversicherung der Fahrzeughalter abschließen muss. So, und dann gibt es auch noch die Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr. Das ist also eine ganz neue Fahrzeugzulassungsverordnung vom 3.2.2011. Und dort wird auch wiederum bestätigt, laut dem neuesten Stand, diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/37 EG des Rates vom 29. April 1999 über die Zulassungsdokumente für Fahrzeuge, die durch die Richtlinie 2327 EG geändert worden ist. Ja, also das ist die neue Zulassungsverordnung, FZV. Und wenn man dann auf die Seite 76 geht, dann hat man sogar das Muster dieser Zulassungspapiere. Und die mache ich ein bisschen größer mal. Moment. So, ist zwar nicht so gut im Druck, aber da steht dann auch, man kann es erkennen, unten C4C, der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen. So, also man ist letztendlich nicht der Eigentümer. Aber dann kam ich eben mal zu dem Schluss, einfach mal diese Richtlinie 2003/127 EG der Kommission mal durchzulesen. Das war eben die Änderung der Richtlinie 1999/37. Hier kann man es genau sehen. Und die ist seit 2004 gültig. Ja, und da habe ich mal durchgelesen, Artikel 1, worauf sich auch dann die Behörden beziehen. Die Anhänge der Richtlinie 1999 werden durch den Wortlaut im Anhang zu dieser Richtlinie ersetzt. Man könnte also sagen, gut, das müsste ersetzt werden. Und jetzt schauen wir mal, was auf der Seite 6 zu finden ist. Das ist nämlich ganz interessant. So, hier sind die Anhänge und wir haben uns ja gemerkt C4C. Und dann schauen wir mal ganz einfach, was da steht. Moment. C4C heißt, in der Zulassungsbescheinigung nicht als Fahrzeughalter ausgewiesen wird. Hui, jetzt haben wir ein Problem. Wenn man also jetzt schon nicht der Eigentümer ist und durch die Änderung auch nicht als der Fahrzeughalter ausgewiesen wird, wer ist es denn dann? Und die Frage ist, wer muss denn jetzt Steuern zahlen? Wer muss die Versicherung zahlen? Wer hat bei strafrechtlichen Dingen im Straßenverkehr dann überhaupt die Verantwortung, wenn immer nur der Halter angesprochen wird? Und wenn ich eben hier nicht als der Fahrzeughalter ausgewiesen bin, brauche ich doch eigentlich gar keine Steuern zahlen, keine Versicherung zahlen. Und im strafrechtlichen Sinn kann man mich momentan auch nicht belangen. Ja? So, und jetzt stellt sich die Frage, wenn diese Verordnung oder diese EG-Richtlinie schon seit 2003 die Änderung ist, das heißt, seit 2003 haben wir Bundesbürger, wenn wir solche sind, eben diesen Ausweis bzw. diesen Zulassungspapiere, wo drin steht, der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen. Dann frage ich mich doch, wer hat hier Mist gebaut? Oder könnte es sein, man lässt es einfach so unterm Teppich kehren, dieses Wörtchen Halter, um nicht zuzugeben,
dass hier etwas ganz Großes falsch läuft. Oder noch besser gesagt, um hier Geld abzuzocken, nämlich Steuergeldern. Denn wenn ich nicht der Halter bin und auch nicht ausgewiesen bin, brauche ich ja auch keine Steuern zahlen. Und das, wie gesagt, schon die letzten 10 Jahre nicht. Das sollte man sich mal überlegen. Die Behörden haben hier keine Antwort. Und was das Allerschlimmste ist, sie bestätigen auch noch mit einem Schreiben mit Datum vom 19.03.13, dass eben hier der Inhaber der Zulassungsbescheinigung nicht als Eigentümer und nicht als Halter des Fahrzeugs ausgewiesen wird. Also hier wird bewusst irgendetwas verschleiert und es ist vielleicht ganz interessant, wenn jeder mal ein bisschen nachforscht und die Behörden ein bisschen auf die Finger klopft und sagt, ich möchte jetzt erstens einmal eine neue Zulassungsbescheinigung, Teil 1 und Teil 2, wo nämlich der Halter drin steht, laut dieser Verordnung oder dieser EG-Richtlinie, die ja wie gesagt für alle Mitgliedstaaten bindend ist. Ja, und dann sollte man weitersehen, was passiert. Das war es soweit gewesen und ich werde mich bald wieder melden mit einem neuen Thema, was auch ganz interessant ist. Bis dann, tschüss.